Beschwört eine Gruppe von wandelnden Leichen. Ja, schwierig. Ich nehme das da. Brauche ich mir weniger Sorgen machen. Mehr Schaden. Jo, damit sind wir durch. Okay. Auf geht's auf die Weltkarte. Jetzt aber wirklich. So. Ah ja, genau. Die Verbündeten gewinnen. So, diesmal haben wir zwei Nahkämpfer. Das heißt, jetzt macht die Kombi ja wirklich Sinn. Da wären wir wieder. Zumindest sollten wir jetzt keine Probleme mehr mit Untoten haben. Warum nicht? Der Blutbrand hat nicht nur die Lebenden betroffen, sondern auch die Toten. Als wir das letzte Mal hier waren, war die ganze Schlucht überlaufen. Verstehe. Wohlan denn, gehen wir zur Feste der Falken. Und überlasst mir das Reden, sobald wir da sind. Ja? Na, sieh mal einer an. Ach. Ich bin bereit. Das ist natürlich praktisch. Jetzt müsst ihr nur wissen, wo die Feste ist. Ja, Moment mal. Machen wir einfach so. Und da gibt's schon Loot. Ja, dann sollte der Odergast looten. Stöder, ne? Das. Mann. Genau, aber die Festung war irgendwo da oben. Wenn die Map halt die gleiche ist. Hm, bin ich die Einzige, die findet, dass es hier etwas zu ruhig ist? Hm, stimmt. Bleibt wachsam. Jetzt! Für Aonir! Was zum Geier? Alles hat ein Ende. Tiaras Atem. Die waren von der Geißel. Ja. Sieht so aus, als interessiere sich Lakaien plötzlich für Aonirs Klinge. Aber warum? Aonirs Klinge ist die reinste Ödnis. Und mal unabhängig von seinem Glauben, dürfte er nicht ein ebenso großes Interesse daran haben, die Welt von den Fialdag zu beschützen wie die Falken? Hey, vielleicht hat ihn die Macht des Altfeuers wirklich den Bezug zur Realität verlieren lassen. Das heißt aber, dass wir uns beeilen müssen. Wenn die Reinheit die Falken angegriffen hat, stehen die Dinge schlimmer als erwartet. Ja, hoffentlich ist die Festung noch intakt. Tiaras Atem. Hab Dank. Ich dachte, sie würden mich töten. Keine Ursache. Was ist hier passiert? Wer seid ihr?
Roth. Roth Adeny. Ich bin ein Mentalist aus der Schöpfergilde Immerlichts. Warum habe ich euch dann noch nie gesehen? Wie meinen? Ich bin Undergast, erster Gelehrter der Schöpfergilde. Und ich habe nie zuvor euer Gesicht gesehen. Oh, ihr seid... natürlich. Lena hat uns von euch erzählt. Ich habe mich der Gilde erst vor ein paar Wochen angeschlossen. Davor war ich ein, naja, Rebell. Lena? Ja. Zweiter Gelehrter, Lena Dabrause. Hört, ich unterbreche nur ungern, aber wir müssen wissen, was hier vor sich geht. Ja, natürlich. Die Todmänner und Aonies Geißel. Sie sind in die Schlucht einmarschiert. Sie belagern die Festung. Verdammt, das ist ungut. Und was ist mit euch? Warum seid ihr hier? Lange Geschichte. Ich glaube, Gelehrte Dabrause kann euch das besser erklären. Wir haben ein Lager im Südosten der Schlucht. Ihr könnt mich begleiten, wenn ihr wollt. Moment. Aber wo sind die Falken? Ja, richtig. Vergebt mir. Ich bin immer noch ein bisschen durcheinander. Die meisten haben sich in die Festung zurückgezogen, einschließlich der Erzhüterin Arinor. Aber es gibt ein paar Überlebende in ihrem alten Feldlager im Süden. Ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt, aber vor etwas über einem Monat gab es hier eine richtige Tragödie. Ja, ich kenne die Geschichte. Eine Frage noch. Gegen wen kämpfen wir? Nur gegen Totenmänner und die Geißel? Oder hat die Reinheit selbst Truppen geschickt? Bis jetzt noch nicht, nein. Aber natürlich wären da noch die Untoten, auch wenn es nicht mehr so viele sind wie zu der Zeit, als Blutbrand noch gewütet hat. Gut. Passt auf euch auf. Werde ich. Wenn die Festung unter Belagerung steht, wäre das ein guter Ort, um mit den überlebenden Falken Kontakt aufzunehmen. Einverstanden. Sobald wir ein besseres Bild der Lage haben, werden wir unsere Streitkräfte ins Tal holen. Na schön. Dann... Api Galoppi. Schauen wir mal, was noch übrig ist von unseren Verbündeten. Oder, ja, potenziellen Verbündeten. Verdammt. Die haben ja wirklich alles in Grund und Boden gestampft. Wie ich schon sagte. Arenors Misstrauen gegenüber den toten Männern war berechtigt. Stehen bleiben! Einen Schritt weiter und ich werde euch den Hals aufschlitzen. Leg das Messer weg. Wir sind nicht deine Feinde. Entschuldigt mich. Wer seid ihr, das wartet? Lord Marschall Arandir? Aber sie haben uns gesagt, ihr wärt in der Schlacht, um Grauschanze gefallen. Wer? Die Geißel oder die toten Männer? Glaubt nicht alles, was du hörst, Junge. Und jetzt leg die Waffe weg. Wir sind hier, um zu helfen. Selbstverständlich. Bitte entschuldigt, Lord Marschall. Ich wollte nicht respektlos sein. Wer seid... Moment. Ihr seid doch derjenige, der geholfen hat, die Festung zu befreien, oder? Und Lord Marschall Arandir. Ihr lebt. Tiaras Atem. Ich bin Wächterin Joanne. Bitte verzeiht Rekrut Avarets Verhalten. Es gibt nichts zu verzeihen. Jetzt erzählt, was passiert ist. Wo ist die Erzhüterin? In der Festung. Dieser ganze Schlamassel hier, er ging vor einer Woche los. Wir waren immer noch dabei, uns von der Attacke der Untoten damals zu erholen. Und die Totenmänner hatten das Tal bereits verlassen. Dann kamen sie plötzlich wieder und haben uns mit voller Wucht überrumpelt. Als wären wir verdammte Amateure. Wir haben es gerade so geschafft, sie aus der Festung zu vertreiben. Warum seid ihr dann hier? Tja, das ist eine andere Geschichte. Wir sechs wurden damit beauftragt, das Katapult im Norden zu bewachen. Als uns die Geißel Aonies mit ihrer gesammelten Schlagkraft attackiert hat, sind wir in Panik geraten und geflohen. Warum habt ihr nicht gekämpft? Feigheit. Pure Feigheit. Selbstmitleid hilft uns jetzt auch nicht weiter. Wir müssen handeln. Ihr meintet, die Geißel und die Totenmänner belagern die Festung, richtig? Wie groß ist Ihre Armee? Groß. Es ist nur ein Teil Ihrer jeweiligen Streitkräfte hier im Tal. Aber zusammen werden Sie über kurz oder lang die Tore einbrechen. Dann sollten wir unsere Truppen herbeirufen. Was ist mit unserem alten Außenposten? Steht er noch? Ich glaube, die Totenmänner haben ihn niedergebrannt. Aber er sollte wieder zu errichten sein. Gut. Was dann? Wie gehen wir am besten vor?
Naja, das Wichtigste ist es, die toten Männer daran zu hindern, die Feste zu stürmen. Aber sie frontal zu attackieren, wäre Selbstmord. Also, was schlagt ihr vor? Dass wir auf zwei Pferde setzen. Wir unterstützen die Erzhüterin in der Festung und schwächen gleichzeitig den Feind. Und auch wenn er nicht so aussieht, Avaret ist ein begabter Arierschmied. Wenn ihr uns das Material verschafft, können wir unsere Krieger damit ausstatten. Was ist mit Giffard? Ah, richtig. Er könnte uns auch weiterhelfen, falls sie ihn noch nicht getötet haben. Okay, das heißt, wir kämpfen nur mal in den Schluchten. Oh je. Die Anführer der Totenmänner und der Geißel. Sind sie auch hier? Diese verrückte Frau mit der Narbe und Kommandant Katras, meint ihr? Waren sie. Aber sie sind vor 3 Tagen abgereist. Sie haben das Kommando an Untergebene abgegeben. Wegen des Angriffs auf Mulandir. Natürlich. Was hat Arya mit Waffen zu tun? Das wisst ihr nicht? Arya-Wasser wird nicht ausschließlich in der Alchemie verwendet. Es gibt Techniken, mit denen man es in den Stahl einer Waffe einarbeiten kann. Die Waffen eines Hüters sind allesamt mit Arya veredelt. Wer ist Giffard? Unser Ingenieur. Er war auch beim Katapult, als die Geißel uns überfallen hat, aber er hat's nicht geschafft. Wir haben ihn zurückgelassen wie elende Feiglinge. Aber wenn er immer noch am Leben ist, könnten wir ihn vielleicht befreien. Er könnte in der Lage sein, das Katapult zu reparieren. Verstanden. Aber wie können wir die Erzhüterin in der Festung unterstützen? Naja, sie sitzen seit über einer Woche in der Festung fest. Und wir hatten schon damals nur noch begrenzt Verpflegung. Wenn wir es irgendwie hinbekommen, Güter hineinzuschmuggeln, könnte es ihnen helfen, wieder zu Kräften zu kommen. Es gibt da ein kleines Loch in einem nordwestlichen Mauerabschnitt, gleich neben dem Katapult. Wenn wir diesen Sektor von der Geißel befreien, könnten wir dadurch Güter in ihren Festungshof hinunterlassen. Klingt nach einem guten Plan. Dann los, an die Arbeit. Ja. Und mit eurer Erlaubnis werden wir uns euch anschließen. Wir haben uns schon zu lange versteckt. Und es wird Zeit, dass wir diesen Bastarden die Rechnung präsentieren. Okay. Also, wir haben ein paar Truppen. Nichts Aufregendes. Okay. Gut, dann brauchen wir auf jeden Fall schnell mal Ressourcen. So, dann. Hütte, Jagdhütte, was ist denn der Steinbruch? Steinbruch. Wen bauen wir da hin? Na, schon, schon. Wir sind bereit. Gut, das heißt, die übernehmen dann die Verteidigung, wenn es notwendig ist. Ein Gebäude wurde errichtet. Mehr Sektoren, mehr Kontrolle. Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Ah, genau, das war das Gebiet. Und dann marschieren wir da. Warte mal. War da nicht noch irgendwo, wo ihr hin wollt? Ah, das war die da. Guter Plan. Ein Gebäude wurde errichtet. Ja. Verstanden. Besser als nix. Wer ist das? Die sehen nicht nach Fanatikern aus. So, bevor wir jetzt großartig anfangen zum Quatschen, schau ich, dass ich mal die Ressourcenproduktion da halbwegs in Schwung krieg. Gut, die haben gesagt, die brauchen Lebensmittel. Dann wird das jetzt mal vordringlich. Ein Gebäude wurde errichtet. Meine vordringliche Aufgabe. Was wünscht so. Ihr? Interessant. Sieh mal einer an. Ihr seid also derjenige, von dem Ralf gesprochen hat. Und es ist wahr. Du bist hier, Undergast. Ja, Lena, das bin ich. Und ich dachte bis eben noch, dass Ralf uns nur veralbert. Warum, Undergast? All die Jahre habe ich versucht, dich davon zu überzeugen, die Weisheit in der Welt zu suchen, anstatt in deinen Büchern. Aber du wolltest nicht hören. Und jetzt?
urplötzlich. Machst du einen auf Abenteurer? Warum? Das ist kompliziert. Und wenn du willst, werde ich dir alles erzählen. Aber nicht jetzt. Du und deine Leute, ihr steckt in Schwierigkeiten, nicht wahr? Gut erkannt. Wer sind deine Freunde? Ihr steht nicht auf der Seite der Reinheit. So viel ist sicher. Diesen wahnhaften Gesichtsausdruck würde ich über diese verdammte Schlucht hinweg erkennen. Lord Marschall Angar Arandir. Oh, der Regent. Klar, jetzt erkenne ich euch. Auch wenn ihr nicht gerade den Gemälden gerecht werdet, wenn ich das so sagen darf. Und dementsprechend ist sie hier, Taha, das Kind des Verräters. Ist mir eine Freude, euch zu treffen. Lena, was hat das zu bedeuten? Warum bist du hier? Du, Undergast, weißt das, glaube ich, ganz genau. Was dich betrifft, Taha, ich bin Lena D'Abraso, zweite Gelehrte der Schöpfergilde. Zumindest war ich das. Ich schätze, meinen Titel haben sie mir aberkannt, nachdem ich gegangen bin. Das haben wir. Wir sind hier, weil sich einige von uns nicht damit anfreunden konnten, auf unserer kleinen, vermeintlich sicheren Insel in Immerlicht vorm Kaminfeuer zu sitzen. Während in ganz Northanda Magier abgeschlachtet werden. Was, wenn die Bemerkung gestattet ist, mit eurem persönlichen Segen geschah, Lord Marschall? Es war notwendig. Ja, die am häufigsten genutzte Entschuldigung aller Zeiten, was? Das letzte Jahr haben wir auf ganz Eo versucht zu helfen, wo wir konnten. Aber wie ihr vermutlich wisst, war es ein undurchsichtiger Krieg. Es war unmöglich, Freund von Feind zu unterscheiden. Seit Lakaien den Verstand verloren hat, wurde es etwas leichter, weshalb wir jetzt offiziell die Reinheit des Lichts bekämpfen. Aber warum hier? In Aonirs Klinge? Habt ihr jemals von Juras Ring gehört? Du glaubst, dass er hier ist? Nein, Undergast. Ich weiß es. In der ersten Schlacht gegen die Fial Dark war eine Magierin beteiligt, die, ihr könnt's euch denken, Jura hieß. Sie ist einer der Hauptgründe, weshalb Eo immer noch existiert. Sie hat die Fial Dark in Schach gehalten, während die Wächtergötter sie verbannt haben. Natürlich hat sie einen hohen Preis dafür gezahlt. Der Preis war ihr Leben. Ihr Ring ist allerdings immer noch hier, unter Tausenden von Ellen Sand begraben. Wir sind hier, um ihn wiederzuerlangen. Wie das? Es würde Jahre dauern, um derart tief zu graben. Wie gut, dass wir nicht gedenken zu graben. In den vergangenen Monaten habe ich ein Ritual vorbereitet. Telekinese, wenn der Begriff euch was sagt. So viel magische Energie freizusetzen, birgt allerdings ein hohes Risiko, etliche Untote zu erwecken. Vor allem an einem Ort wie diesem. In anderen Worten, wir können dieses Ritual nicht durchführen, ohne jemanden, der uns beschützt. Wir wollten die Hüter fragen, aber die sind ja seit kurzem verhindert. Was mich zu meiner nächsten Frage führt. Wir helfen dir. Sollten wir nicht zumindest darüber nachdenken? Nein. Taha, seit wir zusammen reisen, habe ich nie einen Wunsch geäußert. Und jetzt tue ich es. Wir werden Lena und den Mentalisten helfen. Das ist mein erstes und einziges Ersuchen, das ich jemals an euch richten werde. Danke. Na gut, wir werden helfen. Ihr bekommt aber auch etwas dafür im Gegenzug. Also, ich schlage vor, wir schließen einen Handel ab. Wenn ihr uns dabei helft, den Ring wieder zu erlangen, werde ich einige unserer Magier überzeugen, euch in der Schlacht beizustehen. Offen gestanden hat eure Armee momentan die besten Chancen darauf, diesen Krieg gegen die Reinheit zu gewinnen. Klingt vernünftig. Wie ist euer Plan? Im Grunde ist es simpel. Wir teleportieren uns zum Ritualort und warten dort auf euch. Dann leiten wir den Telekinese-Zauber ein und ihr müsst uns währenddessen beschützen. Gut, das bekommen wir hin. Dann treffen wir euch vor Ort. Danke. Und sei vorsichtig, Untergast. In Ordnung? Und sie hat noch nicht einmal ausgeredet, wir haben schon angegriffen. Und die heilen sie ziemlich mächtig gegen Anna. Für die Königin! Auf euer Kommando. Wie ihr verlangt. Auf euer Kommando. Jawohl. Alles klar. Wir brauchen dringend mehr Stein. Tja, was du nicht sagst. Aber ihr habt doch einen Steinbruch, oder? Jo. Aha.
Und da ist der Teleportstein, alles klar. Das Gebiet kann ich nicht übernehmen. Okay. Brauche ich auf jeden Fall noch. Alles klar, dann mal los. Wie ist das denn? Kaserne. Zack, zack, Männer. An die Arbeit. Ja? Kommandant? So, und dann weite ich mal mein Gebiet aus. Einfache Fernkämpfer. Wir müssen mehr Holz sammeln, Kommandant. Und mehr Ressourcen dran. Ja. Sehr gut. Okay. Gehen wir es an. Oh. Verstanden. Wieso sind da Orks? Heilen, heilen. Noch nicht.